Sind die alle leer. Boah, voll der Laster, ey. Aber leer. Oh, jetzt habe ich dich echt erschreckt, wie sonst was. Psycho. Psycho? Ist das nicht auch eine Droge? Ja. Der schwimmt was. Gear up, Soldier! Alter. Die kommen alle so an. Genau, da kannst du hoch. Mhm. Das war das mal der Plan. Oh nein, da ist noch ein. Mach. Oh, ich würde sagen. Oh! Kaboom! Nudelholz, ja! Ich hab doch Nudelholz. Wofür brauchst du Nudelholz? Es ist ein Nudelholz. Ich kann es bestimmt jemanden verklopfen. Ein Nudelholz. Da schwimmt eine. Wir schwimmen im Kreis. Was ist denn da unten für ein Zeichen da? Der kriegt nicht so viel Schaden als er. Der hätte auch Pfand, ne? Auf Veronica? Ach, das ist Veronica! Oh nein! Bin schon ein bisschen blöd. Schwimmt die da im Kreis rum, ist die bescheuert, ey. Nämlich? Oh Mann, ey. Stell dir vor, du bist mit mir so auf so einer geheimen Mission und ich schwimme auf einmal die ganze Zeit im Kreis. Ja. Yeah. Lang bis Kompresse mache ich mir jetzt mal nicht, weil wir wollten uns ja eigentlich Arzttaschen bauen. Immer noch. Seit Anfang des Let's Plays. Boah, schlafen wir jetzt gleich. Das mache ich jetzt auch. Oh, tut mir leid. Ja. Im Kreis rum, ey. Ich hab gedacht, das wäre ein Leckler. Ja, dachte ich auch. Boah, dieser Fisch leuchtet. Sonst hätte ich dir ja gesagt, dass die das ist und dass du nicht auf die schießen sollst. Ja. Hoffentlich findest du gleich noch irgendwie so ein Laster oder so, ey. Ich will nur irgendetwas in diesem See finden. Das ist ein Ungeheuer von Loch Ness. Und das kann ich mir dann zähmen und immer mitnehmen, auch ja, an Land. Nee, das kannst du nicht mitnehmen. Das kann hier nur im Wasser leben. Nein. Godzilla finde ich. So, jetzt ist gefährlich, weil Land. Die Teile stehen gerne an Land. Ja.
Okay. Und das ist eine Absperrung. Ich bin am Hooverstaudamm. Cool. Kannst du da nicht irgendwo durchschwimmen? Ist doch bestimmt irgendwo ein Loch. Bisher nicht, oder? Nee. Vielleicht kannst du an der anderen Seite besser drüber schwimmen. Oder wenn du da hochgehst und auf die Fässer springst? Eigentlich ist es, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass man drüber springt. Ja, sonst wäre da kein Zaun. Ja. Ah, ich will oben gucken. Na, ist okay. Ich will mich halt unten. Was? Lachst du mich du etwa aus? Du guckst so dumm. Ja. Oh, ich bin müde. Du musst gleich erstmal ein Nickerchen machen. Boah, Mann, ey. Nicht? Die schläft den ganzen Tag übrigens. Gar nicht? Ja. Ich bin doch heute um 9 Uhr oder so aufgewacht und wach geblieben. Ja. Du wolltest noch schlafen. Da ist ein Schiff. Und schwarze Fische waren da. Kommst du da nicht mal? Hauptsache Schiff gefunden. Ja. Motorboote. Aber warum so viele? Oh ne, nicht. Weil hier der Campingplatz ist. Ah! Wer will denn da schon Urlaub machen? Da hinten ist eine kleine Hütte, siehst du das? Nee. Da rechts. Ist das eine kleine Hütte oder gehört das zu dem, wo wir wo, gerade hier, waren? Da? Ja. Können wir uns jetzt angucken. Hier ist ein Campingplatz. Das ist der Campingplatz, ja. Ist ja voll hässlich. Der Campingplatz ist ja hoch. Ja, vielleicht ist da noch was. Geh mal gucken. Ich weiß auch, was hier ist. Gear up, Soldier! Hydra, Falcon, Tissue, Rebound, Ripper, M. Ist okay. Schon Karabiner. Ja. Ach, die Rüstung kann ich bei ihr nicht nehmen. Ah, schau. Kleidung ist auch gut. Aber die Gegenstunde ein bisschen kommt mir ein bisschen freundlicher vor als die anderen. Also auch wenn da auch alles zerfallen ist, aber irgendwie mit dem See macht das doch ein bisschen freundlicheren Eindruck als sonst. Okay. Vielleicht auch nur, weil es offen ist, dass man sieht alles. Ja, ich glaube das auch. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Mal sehen. Willst du jetzt alle wieder zusammen machen? Yep. Schwer beladen. Ja, vielleicht kannst du nicht mehr laufen. Das Lustige ist, ja, man kann immer laufen. Ja. Vielleicht kannst du ja mal die Sachen so aufteilen, dass der eine nur Rüstung trägt, der eine und der andere Gefährte irgendwie nur dies, nur das, weißt du? Ja, mal sehen. Der hat nur jetzt Munition noch. Ja.
So, dann mal los. Mini-Atombombe. Mhm. Hat die Andrea gar nichts. Muss ich gucken. Du kannst dir ihren Namen besser merken als ich. Ja, weil das der zweite Vorname von meiner Mama ist. Ach ja, ist okay. Weiß ich nicht, ob ihr das. Ja, habe ich hier die Metallrüstung gegeben, aber sonst hat die nur ihr eigenes Zeug. Augenbohrer-Namen Ursula Andrea. Finde ich jetzt nicht so toll, so würde ich mein Kind nicht nennen. Oder meine Tante heißt Silvia Sonja. Okay. So, weißt du, das sind so unkreative Namen, die passen nicht mal zusammen. Genau wie deine Namen. Findest du? Ja, darf man die öffentlich sagen? Mach halt, wie öffentlich du willst. Der nennt sein Kind schon Fabian Philipp. Haben die ja gar nicht. Haben nur Fabian nicht genannt. Warum denn Philipp? Ich verstehe das nicht. Ich hatte mir das irgendwo mal gewünscht. Warum? Ich war jung und unerfahren. Sehr jung. Wie würdest du dich heute nennen, wenn du den zweiten Namen aussuchen würdest? Lucifer. Lucifer. Du fragst Fragen echt. Ja, ich würde es aber auch nicht wissen. Wenn du mich fragen würdest, wie würde ich denn gerne heißen wollen? Ich weiß es nicht. Naika. Ich möchte Naika mit zweiten Namen heißen. Ich glaube, wenn ich mein Kind bekomme, dann nenne ich das Naika. Naika, okay. Nenn dein Kind ruhig Naika. Ich glaube, das ist in Deutschland bestimmt verboten. Nein, wenn du dein Kind Shalkina nennen darfst. Shalkina? Ja, jetzt ohne Scheiß. Ja, irgendjemand hat doch auch. Achso, das war aber in Arabien irgendwo, da hat jemand seine Tochter Facebook genannt. Facebook? Ja, Facebook. Okay. Accessing User Storage. Du, meine Kleine, kriegst eine Minigun. Du wolltest ja eine Minigun haben, aus irgendeinem Grund braucht man eine Minigun. Ja. Und RCW-Laser, aber die normalen, nicht die Imps. Weil die Imps sind zu mächtig. Jetzt noch die Metallrüstung. Aber irgendwie vermisse ich Boom. Weil der Blödsinn geredet hat. Ja. Sicherheitshelm kriegst du. Jetzt lassen sie nicht das schwere Zeug tragen, oder? Ja, die Kleider weggenommen. Die kriegt die wieder. Die Budget gibt's ja auch. Ja. Sie den anderen Overall auch noch. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und genau mein. Danke sehr. Tanz dir erstmal. Oh yeah, oh yeah, ich hab Kleid. Oh yeah, und Nippelsee. Oh yeah. Ich weiß auch nicht, warum die das tut. Und du, Baby, du kriegst Waffen. Obwohl, warte, Sturmkarabiner brauche ich doch wieder. Du hast immer noch viel zu viel. Wie noch Munition. Schlau. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? Ja, Overalls sind jetzt nicht so hübsch. Die kann ich aber nachher gut verkaufen lassen. Ja, es gibt ja auch heutzutage gibt es ja noch Overalls, aber die kannst du wirklich nur anziehen, wenn du so ein Strich in der Landschaft bist. Sonst siehst du da einfach so mega fett drin aus. Wenn du so eine Figur hast wie ich, dann sieht das aus, als hättest du so einen mega Arsch. Und manchmal sehen die ganz gut aus. Wie gesagt, wenn du die Figur dazu hast, dann kannst du das wohl, dann kann man das tragen, aber.
Ich habe gerade Dorf beim Überleben erhöht. Mit dem Ödland Überlebenshandbuch. Du bist überlastet. Ja. Was ist eigentlich mit dem Magazin? War da jetzt gerade ein Magazin dabei? Hab ich, oder habe ich mich verlesen? Ja doch, ich habe zum Beispiel das Patriotenkochbuch. Ja. Kannst du lesen oder lernst du was dadurch? Zeitweise ist das nur zeitweise. Ach so. Deshalb benutze ich ihn nicht. Menschenfleisch? Au, oh, ich habe Menschenfleisch. Du isst ja Menschenfleisch. J.M. Das Jungs. Aber ich kann ja nicht mal sagen, du Kannibale. Das stimmt. Das kannst du nicht. Yo. Pustest du wieder in meinen Arm? Nee.